Hallo, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück. Warte, ich gucke was mal, ob ja, Zeit. Ihr wisst ja, also ob es läuft. Ja, tut es. Nice. Also, ja. Tutorial Ende. Tschüss, hässliche Toni. Wenn du soweit bist, musst du. Jetzt mach mal halblang. Es ist nur ein Knopf. Das schaffe ich wohl auch ohne dich. Hm. Toni? Was denn jetzt noch? Was hältst du davon, wenn ich dir dieses Mal die Ehre überlasse, den Knopf zu drücken? Gerne. Ich habe eh mit Doc gewettet, dass du es nicht hinbekommst. Was? Aber ich hab's doch hinbekommen. Die Presse funktioniert. Ah, ich zeig's dir. Tja, jetzt schulde ich Doc wohl 5 Slotty. Aber das war es wert. Oh. Gut. Hallo, Deponia 3. Der Lecker des Himmel. Meine lieben Mittelysianer, ich weiß, ihr habt euch alle sehr auf diesen Tag gefreut. Leider muss ich euch mitteilen, dass Inspektor Cletus und dessen Begleiterin noch nicht wieder zurück sind. Wir können also immer noch nicht ausschließen, dass es unten auf Deponia Menschen gibt, die es irgendwie geschafft haben, bis heute im Schrott zu überleben. Oberkontrollrat Ulysses hat mir bestätigt, dass der Organon bereit ist, seine Bestimmung zu erfüllen. Sobald er mit dem Inspektionsteam aus den Ruinen des ehemaligen Porta Fisco zurückkehrt, steht dem spektakulären Startschuss unserer Reise nach Utopia nichts mehr im Wege. Es ist nur noch eine Frage von Stunden, bis wir dem Organon endlich das Signal zur Sprengung unseres Heimatplaneten geben können. Die gute Nachricht ist, aufgrund dieser Verzögerung bleibt die Wasserrutsche bis auf Weiteres geöffnet. Yeah! Wasserrutsche! Poki, du hast das Wort jetzt zum Singen. Du gestörte Göre, schiebst mich vor die Türe. Wie ein Müllsack oder ein Riegel, du schiebst ständig was vor. So auch Gründe dafür, Konfitüre à la Bordüre. Konstatiere, dir fehlt das Gespür für Humor. Doch noch ist es nicht zu spät, putz mal dein Hörgerät. Rufus Geschichte ist noch nicht vorbei. Sie geht weiter da, wo sie mal kurz on hold war. Und zwar auf Deponia. Capo Alfine, Spot an für Teil 3. Spot an für Teil 3. Was ich immer gerne mit dazu sagen. Goodbye, Tempo. Fest für alles. Also am meisten. Alles einfach. Wer Humor hat. Müll. Müll. Spot für Teil 3. Tief. Noch mehr Müll. Dichter Qualm? Moment mal, Qualm? Alarm! Was? Feuer! Guten Morgen, die Damen! Doc, der Feuerlöscher! Ich wecke Bose und hol das Minensuchgerät! Moment, ruhig Blut! Ich mache doch nur Frühstück! Grillhonig! Nicht schon wieder! Das Antiallergen ist im Schrank. Die Bärenfalle. Quatsch. Kein Grillhonig. Ich angle uns einen Fisch mit dem guten alten Tauchkran. Verdammt. Das ist neu. Kein Problem. Lass mich nachdenken. Wir müssten mittlerweile im Scherbenmeer sein. Haben wir noch genug Pflaster? Doc. Was? Das ist nicht das Scherbenmeer. Was? Richtig. Da war ja noch was. Während ihr schlief, hatte ich eine Idee. Was hast du getan? Ich habe eine stillgelegte Rampe zur Einschienenbahntrasse des Organon gefunden. Und da dachte ich mir, Rosus Mutter war doch früher mal ein Schienenfahrzeug, nicht wahr? Rufus! Was denn? Du hast uns auf eine Organon-Kreuzertrasse gesteuert. Ja, und die führt uns direkt nach Porta Fisco zur oberen Ausstiegsstation. Wo der Organon seine Hauptverwaltung hat. Und wo das letzte Hochboot nach Elysium vor Anker liegt. Das war doch der Plan, oder nicht? Ich nutze meine verblüffende Ähnlichkeit mit Cletus, um mich mit Goal an Bord zu schleichen. Aber... Na kommt schon. Jetzt lasst uns erstmal was essen. Ha, das ist der Tauchkran. Es hat einer angebissen. Ich dachte, wir sind gar nicht mehr auf dem Wasser. Ja und? Wie? Ja und? Ja, was hat denn dann angebissen? Oh oh. Oh.
Ecke. Alter. So ist das ein... Ich glaube, hier soll ein Schnabeltier alter sein. Da blinken zwei Lichter auf dem Radarfeld. Ein kleines grünes in der Mitte und ein großes rotes dahinter. Das kann nur eins bedeuten. Das Konfetti ist alle. Nein. Er schläft wie ein Baby. Großes, gefährliches Piratenbaby. Hallo, Bozo. Dein Schiff ist ich kaputt. Kann ihm auch später noch alles erzählen, wenn ich den Schuldigen für diesen Schlamassel gefunden habe. Hast du mal in den Spiegel geguckt? Ja, aber nur geguckt. Angezündet hat ihn jemand anders. Alter. Gestört. Hallo, Doc, dein Schubersbart. Er wirkt unaufgeräumt. Jetzt wünschte ich fast, ich hätte seine Pillen nicht an die Robbenbabys verfüttert. Oh. Hey, Doc, alles klar? Rufus, der Kutter bricht auseinander. Du musst etwas unternehmen. Und damit meine ich sicher keinen Smalltalk. Ja, ja, ja. Und sonst so? Na. Ja, mal an Deck. An Deck. Oha. Spätestens jetzt wird Bozo wohl einsehen, dass er einen neuen Kutter braucht. Oh, Rufus, du hattest ja so recht. Du bist so ein guter Freund. Tja, selber schuld, Fettsack. Alter. Komm doch mal rein. Wir sehen wichtige Türen noch, wie man sieht. Ich suche auch noch ein Ei. Ah, nein, egal. Gut, so schauen wir mal kurz mal rein. Oh oh. Wo bleiben Sie, Argus? Ich habe gerade mit dem elysianischen Ältestenrat geredet. Sie werden langsam nervös. Wir sind auf dem Weg, Herr Oberkontrollrat. Inspektor Cletus und seine Begleitung sind an Bord. Es wird keine weiteren Verzögerungen geben. Das will ich auch sehr hoffen. Ulysses, Ende. Sarschzeichen. Verrat! Stoppen Sie die Maschinen, Argus! Cletus, Sie haben hier nichts verloren. Sie sollten in der Kabine bleiben, bis wir Porta Fisco erreicht haben. Das muss warten. Diese Frau ist nicht meine Verlobte. Legt seine Augäpfel aufs Waffeleisen! Das weiß ich doch. Sie ist eine Deponianerin mit einem Gehirnimplantat, in welchem sich aber auch die Datasette mit dem Bewusstsein ihrer Verlobten befindet. Eben nicht. Klingt das etwa wie Goal? Kaut ihnen das Fleisch von den Fesseln! Bammelessig! Vielleicht hat sie gerade... Sie wissen schon... Die Maler im Kern. Unfug. Dieser Rufus hat mich reingelegt. Wir müssen umkehren. Die Unglückselige. Herr Amtmann, da ist etwas auf dem Gleis. Das interessiert mich nicht. Überfahren Sie es doch einfach. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Der Inspektor hat nämlich noch etwas Wichtiges vergessen. Und wehe ihm, wenn er es nicht bald wiederfindet. Oh mein Gott. Sie begleiten Inspektor Cletus. Sehr wohl, Herr Amtmann. Also die Maler im Keller. Jan. Fähmst du dich nicht? Okay, sag du erstmal was. Hallo und herzlich willkommen zurück. Wahrscheinlich wart ihr gar nicht weg oder ihr habt euch den dritten Teil nochmal für einen späteren Monat aufgespart. Ich bin auch wieder da, um euch mit Entwicklerkommentaren auch durch den dritten Abschnitt von Rufus Reise zu begleiten. Ja, natürlich ist man immer in der Verlegenheit, wenn man ein Spiel in drei Teile teilt, dass man eben am Anfang auch mit den Leuten rechnen muss, die ersten beiden Teile nicht gespielt haben. Trotzdem wollte ich aber einen rasanten Einstieg, und es ist ja so viel passiert in den ersten beiden Teilen, ihr wisst es ja, dass es für mich eine ganz große Schwierigkeit war zu sagen, ich mache A, einen schnellen Einstieg, aber ich will auch keine ellenlangen Videosequenzen haben, in denen ich halt nochmal alles zusammenfasse. Im zweiten Teil haben wir da ja eine sehr lustige Lösung für gefunden gehabt. Aber jetzt im dritten Teil wollte ich eigentlich gleich loslegen. Und deswegen habe ich gedacht, ich teile das über das gesamte Kapitel so ein bisschen auf und lasse den Spieler erstmal mit der Action und mit Rufus ein bisschen warm werden. Wir haben ja jetzt trotzdem eine ganze Reihe von Infos hier in der Intro-Cut-Szene bekommen. Einmal hat unser erster Ausblick auf Elysium, ich hoffe, es gefällt euch da oben, uns ein bisschen eingeswingt.
ich dachte auch, es wäre ganz klug, an diesem Teil der Geschichte mal einen kleinen Blick nach Elysium zu werfen, um eben auch nochmal zu zeigen, dass es auch tatsächlich ein lohnenswertes Ziel für Rufus ist. Da hatte ich die Schwierigkeit so, ja, wie mache ich denn das? Weil wenn da oben alles sauber ist und da sind so die Leute in ihren Huppi-Wuppi-Klamotten, dann hat es ja eigentlich sehr wenig Appeal für jemanden wie Rufus. Und deswegen habe ich mich entschlossen, aus Elysium auch so einen riesigen Freizeitpark zu machen. Eigentlich ein großer Spielplatz. Da würde sich Rufus wohlfühlen. Und ja, so kam das Intro zustande. Und ja, jetzt geht es natürlich gleich weiter mit der Story. Und gleich eine zweite Ungeheuerlichkeit, die einem so richtig schön in die Handlung reinwirft, ist, wir nehmen Rufus erstmal eine seiner wichtigen Basen weg. Und zwar, indem wir ihn Bosus Kutter schrotten lassen. Aber vielleicht ist da ja noch was zu retten. Schaut lieber schnell nach. Ich melde mich gleich wieder. Ja gut, Pfanne. Tja, das Auge ist mit. Wir sollten zusehen, sonst bleibt nichts mehr übrig. Ja. Ich dachte immer, das heißt, das Auge ist man. Dann ist nicht so richtig. Rufus. Ich guck kurz in die Zeit. Da ist bei euch nicht wie Eis eingefroren. Egal. Boki! Meinen jugendlichen Leichtsinn dachte ich, dass es eigentlich kein großer Aufwand sein kann, den Kutter auch nochmal aus dieser Perspektive zu zeigen. Es ist einfach nur nochmal da, um zu etablieren, okay, der Kutter ist kaputt, wir sehen es im gesamten Ausmaß, was da eigentlich passiert ist. Die Ladefläche ist umgeklappt, die Hälfte der Brücke, die halt nicht mehr oben drauf sitzt, die sehen wir da hinten rechts, die hängt scheinbar irgendwie an der Ladefläche dran und ist mit abgerissen. Und ich dachte, dass da wir ja den Kutter aus dieser Perspektive schon kennen, kann das eigentlich nicht so viel Aufwand sein. Aber tatsächlich hat da unser Background-Artist, der hier eingesprungen ist, weil dieser Screen halt gar nicht in dem ursprünglichen Kontingent von Micha, der ja viele der Hintergründe gemacht hat, gar nicht mehr drin vorhanden war, der hat sich da dran tot gepinselt und gemacht und getan. Und es ist auch wirklich wunderschön geworden. Ein Held. Und er hat sich so lange mit den Wolken aufgehalten, die einzelnen Wolken zu zeichnen. Und diese Trasse, die Animation, das ist ja alles nicht mehr, ich meine, das wutscht da so durch, aber guckt mal genau hin, das ist hochtexturiert alles. Und sehr hoch detailliert. Irre, was die da für einen Aufwand betrieben haben. Für eine Szene, die eigentlich gleich schon wieder vorbei ist, weil ihr gleich schon weiterklickt. Genießt es noch einen Augenblick. Ja, ich genieße es eher später. Gibt es eine bessere Art zu sagen, den Organon verputze ich doch zum Frühstück? Ja. Möglich, aber die hier ist schon ziemlich lässig. Ja. Boki. Aus dieser Perspektive sehen wir auch den Grund für den plötzlichen Abriss der Ladefläche. Und zwar ist es ein Organon-Kreuzer, zwischen dessen Zahnrädern sich das Kabel vom Tauchkran verfangen hat. Ja, das war immer so ein Traum von mir, dass wir halt diesen Organon-Kreuzer aus möglichst vielen Blickrichtungen auch sehen, dass das halt so ein richtig reales Objekt wird, damit man auch versteht, wie hängen so die einzelnen Orte auf diesem Kreuzer zusammen und so weiter. Wir werden den zu einem späteren Zeitpunkt, so viel darf ich vielleicht schon mal verraten, den nochmal besuchen, den Organon-Kreuzer. Da werden wir uns ein bisschen im Inneren auch noch aufhalten und auch oben am Deck und so. Aber hier sieht man zum Beispiel links unten auch tatsächlich noch so ausschnittsweise Teile von den Müllschichten, die wir noch aus dem ersten Teil kennen. Tja, das ist alles durchdacht und perfekt durchkartografiert. Und jetzt an euch findige Minecraft-Bastler, baut doch mal wie die Enterprise halt so einen Organon-Kreuzer mit Minecraft-Lego-Steinen nach. Das ist sicherlich eine lohnenswerte Aufgabe. Vielleicht hat es schon jemand gemacht, ich weiß nicht. Aber hier ist man es richtig, ja. Mal zum Heck. Ach, Goal! Halt aus! Ich komme! Boki! Der Kutter aus noch einer Perspektive, an der Philipp, so hieß er nämlich, der Background Artist, der hier eingesprungen ist, irrsinnig lange dran rumgepinselt hat. Auch wenn diese Szene auch hier nicht allzu lange steht. Es soll ja schnell vorangehen. Warum klickt ihr überhaupt die Entwicklerkommentare an, wo es doch gerade so spannend ist? Ich verstehe es nicht. Genau. Ich kann ja vielleicht nur ein bisschen, um Zeit zu schinden, euch noch ein bisschen Wissen aus meinem spieledramaturgischen Nähkästchen mit auf den Weg geben. Und zwar ist das ein Sachverhalt, den wir gelernt haben in unserer jetzt ja mittlerweile
8-jährigen Historie als Spieleentwickler, dass immer, wenn man möchte, dass ein Spiel möglichst schnell vonstatten geht, dass es hochdramatisch ist und sehr spannend bleibt, dass man da die Optionen immer weiter runterzieht. Also dass man halt dem Spieler nur ganz wenig Optionen gibt, damit er möglichst schnell zur nächsten Aktion kommt. Und wenn er sich aber halt irgendwie, wenn wir das Tempo rausnehmen wollen und er sich ein bisschen umgucken soll und halt irgendwie sich mehr mit der Figur identifizieren soll, dadurch, also ne, so eine richtige, also dass er so richtig, also in Rufus drin steckt sozusagen, dann erhöhen wir die Option und geben ihm ganz viele Sachen zu tun, damit er genauso ratlos ist wie Rufus und genauso viel erstmal sich umgucken muss und erforschen muss und so weiter. Und das funktioniert sehr gut. Und deswegen gibt es ja auch erstmal nicht so viel zu tun. Wir wollen ja schnell vorankommen. Aber es ist natürlich unglaublich aufwendig. Also wie viele Screens wir hier rausgeballert haben, es geht auf keine Kuhhaut. Ja gut, dann mal weiter würde ich sagen. Okay. Oh ja, das ist natürlich hochgradig spannend. Ich möchte auch gar nicht lange unterbrechen, denn ich habe entschieden für Goodbye Deponia, dass wir halt ein bisschen ein actionreicheres, schnelleres Intro haben wollen. Das heißt, diese ganze Intro-Sequenz sollte sich halt so ein bisschen anfühlen wie eine einzige längere Videosequenz, die aber halt die ganze Zeit über interaktiv ist. Und deswegen könnt ihr jetzt auch hier in diesem Screen, obwohl er fast aussieht, als wäre er direkt aus einer Cutscene, trotzdem auf meine komische Visage klicken, um euch diesen Kommentar anzuhören. Dazu muss man aber auch nochmal herausstellen, was das für eine entsprechende auch physische Leistung von Rufus war, sich hier lang zu hangeln an dieser Außenwand. Und die wenigsten wissen, Rufus macht ja seine Stunts auch alle selber, nicht wahr? Ja, also man muss, wir wollen das nicht vertiefen, vielleicht zwei wichtige Sachen dazu sagen. Erstens, das wurde nicht chronologisch gemacht, sondern Pucki, die alte linke Socke, hat schon darauf geachtet, dass die schlimmen Sachen als letzte gemacht werden, auch wenn das dann Eröffnungsszenen nachher draufsteht und so. Und dann, ich bitte da jetzt nicht weiter drauf rumzukommentieren, man muss sich als User klar machen, das Ganze war in der Realität um 360 Grad gedreht. Und was das für den Stunt bedeutet, das überlegt euch mal in Ruhe. Nö. Noch einmal, komm noch einmal. Cole, was treibst du da? Ich versuche, das Kabel zu befreien. Ach, nun komm da bitte runter. Das ist gefährlich. Und ich dachte immer, du kennst dieses Wort gar nicht. Und ob? Gefährlich ist mein zweiter Vorname. Ich meinte eigentlich bitte. Aber wenn du helfen willst, der Kran wackelt bedenklich. Du musst die Schrauben festziehen. Okay, kein Problem. Der Kran kann jeden Moment abbrechen. Ich muss jetzt irgendwas machen. Der Kran kann jeden Moment... Muss jetzt... Ein romantisches Plätzchen hast du uns da ausgesucht. Ins Theater wolltest du ja nicht. Die Sitze wären zumindest bequemer gewesen. Du könntest einen Anfang machen und die Schrauben festziehen. Ich versuche derweil, das Kabel loszubekommen. Ist so gut wie erledigt. Die Liste gibt's auch noch. Nachsehen, was das Problem ist. Das Problem beheben, Goal helfen, das Kabel zu befreien und mit Goal nach Elysium. Na klar. Aha. Ups. Ja, es könnte ja, also Poki, einfach hi. Sein. Drei Schrauben und wir sollen sie festdrehen. Das kann ja nicht so schwierig sein. Entsprechend möchte ich darüber gar nicht so viele Worte verlieren und stattdessen darauf aufmerksam machen, dass das Kabel hier immer noch nach wie vor falsch verläuft. Wir haben einfach gesagt, ach scheiß drauf, als uns das aufgefallen ist, dass es halt zu aufwendig gewesen wäre, es zu ändern. Aber tatsächlich müsste das Kabel natürlich richtigerweise unterhalb der Achse langlaufen, um sich halt richtig um die Zahnräder zu wickeln, die sich ja quasi auf dich zu bewegen, sodass die Bewegung von oben nach unten geht. Entsprechend dreht sich die Achse auch quasi auf einen zu. Das heißt, das Kabel müsste unten verschwinden und sich oben aufwickeln. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist ein fataler Fehler. Physikalisch total dämlich. Achtet bitte nicht zu sehr drauf. Uns ist das sehr bewusst. Peinlich.
Ja, Schraube Mitte. Schraube Mitte. Hoppla. Kommst du voran? Naja, ja. Es gibt Fortschritte. Gewissermaßen. Du sonst noch etwas. Was hast du getan? Das war ich nicht. Verdammt, Rufus, wir werden runterfallen. Werden wir nicht. Ich rutsche. Kein Problem. Ich halte dich. Boki! Ja, bevor ihr hier wild rumkriegt, möchte ich euch empfehlen, es ist ja wirklich nicht viel zu tun in diesem Screen, klickt doch einmal bitte mit dem Auge auf Goal, also schaut es mal an, weil das ist eine meiner Lieblingsreaktionen im dritten Teil, fand ich sehr lustig. Sehr, sehr schade ist daran allerdings, dass in der ursprünglichen Version hatten wir noch die Hintergrundmusik so weggedimmt und einen Effekt draufgelegt, sodass es halt mehr so klang, als würde Rufus mit so einer Gedankenstimme sprechen. Das konnten wir im Endeffekt nicht machen, weil wenn jemand in genau dem Augenblick halt irgendwie gespeichert hätte, dann hätten sich die Musikeinstellungen verändert mit dem Skript, das wir hatten, und wir haben auf die Schnelle keine andere Option gefunden. Dann haben wir es rausgenommen. Das ist sehr schade. Das, mit ein bisschen mehr Zeit wäre uns das sicherlich auch geglückt, das wieder halt irgendwie anzugleichen. Aber so ist es leider rausgefallen und die Reaktion ist auch so sehr lustig. Übrigens, die Schnabeltiere im Hintergrund, die fliegen in einer Irk-Formation. Merkt es euch. Nachher wird das wichtig. Ich frag das ab. Okay, Irk. Goldmister, erstmal anziehen. Sie ist so süß, wenn sie... Wie geht's dir? Ich bin äußerst entsetzt. Ah ja. Sie ist so süß, wenn sie äußerst entsetzt ist. Wir haben nicht. Gut, was hat. Schön an den Klamotten. Erstmal Ghost Klamotten ausziehen. Nanu, wen haben wir denn da? Na, Rufus natürlich! Weißt du denn gar nichts? Und wer bist du? Ach, nur ein Fan. Beachtet mich gar nicht. Ein... was? Ein Fan? Genau. Aber mach doch einfach weiter. Vorher nur eine klitzekleine Frage. Wie genau wirst du ihn ausschalten? Wie ich? Was? Na, welche spektakuläre Rufus-Manöver wirst du einsetzen? Ach so! Ja. Schön, der Typ mit dem Stiernacken. Ja, auf jeden Fall. Ich werde ihn mit einem Karate-Spezialtritt überrumpeln. Oh, eine Highspeed-Aufnahme. Dann muss ich die Belichtungszeit verkürzen. Karate? Highspeed-Aufnahme? Wovon redet ihr? Das wirst du gleich sehen. In den Gesicht. Warte! Ich habe den falschen Film eingelegt. Kannst du ihn vielleicht mit einem anderen Trick überwältigen? Klar. Ja. Kein Plan. Schlag was vor. Der war gut. Ich meine, du bist Rufus. Du hast immer einen Plan. Ach ja, wo du recht hast, hast du recht. Ein Profi verrät niemals seine Tricks. Doch, bitte. Woher soll ich sonst wissen, welche Blende ich wählen muss? Hallo? Geht's noch? Siehst du nicht, dass wir beschäftigt sind? Genau. Aber das Foto... Jetzt sag ihm schon, was du vorhast, damit wir endlich weitermachen können. Ja. Ich werde ihm die Schnürsenkel zusammenknoten. Aha, ein Detailshot. Lass mich nur schnell mein Teleobjektiv montieren. Bei euch ist wohl ein Ritzel rostig. Ich hab ja nicht einmal Schnürsenkel. Abbruch, Abbruch! Das Teleobjektiv ist da, aber der Adapter fehlt. Können wir die Schnürsenkel-Idee nach hinten stellen? Na gut. Gute Idee. Ja. Ich werde ihn mit meiner Verdunkelungstaktik täuschen. Aha, eine Restlichtaufnahme. Dann lass mich schnell meinen Blitz auf höchste Stufe aufladen. Verdunkelung? Du blöffst doch. Vielleicht ja. Vielleicht sogar unbedingt. Ich werde wohl trotzdem mal meinen Restlichtverstärker einschalten. So, fertig.
fertig. Du kannst loslegen, Rufus. Mann, das wird so episch. Okay. Eins, zwei, drei. Ah, ich bin blind! Ich bin blind! Und? Wow, du hast es wirklich geschafft. Tja, so bin ich eben. Wie hast du das nur hinbekommen? Warte auf das Foto. Und jetzt wirst du Goal retten, nicht wahr? Wen? Ach so. Ja. Wie wirst du es anstellen? Alles zu seiner Zeit. Jetzt sollten wir uns erst einmal unterhalten. Sollten wir? Von Fan zu Idol. Oh, was für eine Ehre. Und was mit Goal? Ja. Du bist also mein Fan. Mein Name ist Barry. Ich bin meilenweit gereist, um nur ein einziges Mal mit meinem großen Idol reden zu dürfen. Ja, dann lass mich doch auch reden, anstatt mich mit deiner inhaltsleeren Vita zu langweilen. Wir sollten die Zeit für ein Interview nutzen. Wirklich? Solltest du nicht erst einmal Goal retten? Ach die, alles zu seiner Zeit. Ein echter Held muss sich auch um seine Zielgruppe kümmern. Wow, du bist wirklich der Größte. Hast du mitbekommen, wie ich Goal aus den Klauen des Organon gerettet habe? Natürlich! Die Geschichte, wie du sie aufgefangen hast, als sie vom Himmel fiel, ist legendär! Fast so legendär wie deine selbstlose Entscheidung, sie vollkommen uneigennützig nach Elysium zurückzubringen. Legendär? Epochal! Epikosodal! Hast du gehört, wie ich hinter das Komplott des Organon gekommen bin? Aber natürlich! Du hast dich durch eine Hundertschaft von Organon-Soldaten gefochten, um die Wahrheit aus Kletos herauszuprügeln. So hast du erfahren, dass die Elysianer Deponia sprengen wollen. Sie wissen nicht, dass Deponia bewohnt ist. Oberkontrollrat Ulysses und sein Handlanger Argus halten diese Tatsache geheim. Und sie haben Kletos angestiftet, seinen Bericht dahingehend zu fälschen. Als wärst du dabei gewesen. Da guck doch mal ins Space. Okay, mal ist ein Scheiß. Na gut, auf jeden Fall Space von Deponia. Ich wusste das nicht. Weißt du, dass ich es war, der die Rebellion gegen den Organon aus dem Boden stampfte? Aber natürlich! Auf dem schwimmenden Schwarzmarkt kam dir die Idee, Mitstreiter im Kampf gegen den finsteren Fiskus zu suchen. Dort hast du Janosch, Galef und Liebold rekrutiert, die zufällig in einem Gurkenfass vorbeitrieben. Der weiß ja sogar die erfundenen Sachen. Gruselig. Ist zu dir durchgedrungen, dass ich die Entvölkerung des Rostroten Meeres vereitelt habe? Na klar, du hast den Rebellenangriff auf einen Organon-Sprengturm angeführt. Dort hast du im Alleingang die Sprengklammern blockiert und obendrein noch Gaul aus den Klauen ihres hintertriebenen, möchtegern Verlobten Kletos gerettet. Genau so war's. Ja. Ich finde irgendwie als unsere Vergangenheitsbewältigung. Nice. Wie wäre es mit einer kleinen Fotosession? Großartig! Tja, was wäre wohl ein geeignetes Motiv? Ich könnte dich fotografieren, wie du Goal rettest. Dann wäre sie auch auf dem Bild, oder? Würde das nicht zu sehr vom Protagonisten ablenken? Ganz im Gegenteil! Es würde deine Selbstlosigkeit unterstreichen. Meinst du? Na gut. Dann halte dich mal bereit. Und schön aufpassen, dass meine Selbstlosigkeit mit aufs Bild kommt. Ja, hey Barry. Na? Gespannt? Wie die Windhose bei einem Flugschnabel-Tier-Ei-Katapult. Wie lange beobachtest du mich eigentlich schon? Oh, eine ganze Weile. Unheimlich. Unheimlich angemessen. Ja. Ein Fan. Es gibt's nicht. Eigentlich hätte ich doch schon viel früher eintreffen müssen. Ja gut, ey, hey, Poki. Tarnt sich endlich einer meiner liebsten neuen Charaktere im dritten Teil von Deponia. Und es war Barry. Ich dachte immer, dass es eine besonders lustige Idee ist, Rufus einen Fan zur Seite zu stellen, weil Rufus verfügt ja nun mal so über dieses exorbitante Ego. Das Lustigste, was man mit Feuer machen kann, richtig Öl drüber gießen. Und das machen wir hier in Form von Barry, der Rufus gefährlich hohes Selbstbewusstsein noch weiter steigert, was halt auch so ein bisschen rechtfertigt, dass Rufus im Folgenden auch tatsächlich noch schlimmer wird. Man kann es, mag es kaum glauben. Ja, viel Spaß damit. Ja, hey, Goal! Ich muss sie schleunigst da runterbekommen. So kann ich ihre Unterwäsche ja kaum sehen. Na, ernsthaft.
Ich rette dich! Ach, was sagst du? Ach, mach doch, edler Retter! Man versteht kein Wort. Ich hab's verstanden. Arschloch. Die Kanone ist so montiert, dass die Achse direkt im Schussfeld liegt. Wie erfrischend unvorsichtig. Warte, Goal! Nein! Ich nein! Alles nur das nicht! Ja! Ich bin ein Kanonier-Ass! Mist! Die Kanone hat einen Linksdrall! Na toll! Hätte ich die Munition alle. Tja, Pech gehabt. Top. Hebel. Genial! Du hast die manuelle Geschwindigkeitskontrolle des Kreuzes gefunden. Genau, die manuelle Dings. Ich spüre ein weiteres brillantes Rufus-Manöver nahen. Spür bitte, ohne so einen Krach zu machen. Wahnsinn. Kommt jetzt die extreme Action? Die was? Na, die Action. Ein super extremes Rufus-Manöver. Ja, genau. Voll extrem. Oh, ich bin ja so gespannt. Bremsen! Kommt jetzt die extra... Die was? Nein. Na gut, beschleunigen! Aha! Du beschleunigst den Kreuzer, anstatt ihn zu stoppen, wie es alle anderen getan hätten. Alle anderen sind ja auch Idioten. Und dass der Kutter zwischen die Zahnräder gerät, ist sicherlich auch ein Teil deines Plans. Richtig? Nein. Genau. Nein. Oh oh. Noch schneller. Wahnsinn. Mein Mantel fällt fast. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich mich nicht mehr umschaue. Zum Glück ist der Organon für seine Reformen bekannt. Keine Propaganda. Darauf verwende ich meine Spiele. Nein. Noch schneller! Das ist schon die Maximalgeschwindigkeit? Der Organon, der Leitkontrolle. Spaßbremsen. Feuerart. An mir ist ein harmloser Feuerwehrmann verloren gegangen. Zumindest mangelt es in meiner Umgebung nie Feuer. Ja. Oh, Barry. Hey, aufwachen! Du verpennst den Höhepunkt meiner Uneigennützigkeit. Oh, grausames Kampf. Wer dokumentiert denn jetzt meine selbstlosen Heldentaten? Lügenmonster? An mir ist ein Amor zumindest. Ich hab ne Idee. Ich nenne es das Schlaufodrom. Eine Fahrt, 10 Slotty, zuzüglich 2 Slotty Zimperlisten zu schaffen. Nur ich mache es doch. War klar. Was? Wie ein Teufel! Hallo Poki! Ja, das hier ist natürlich eine besonders spannende Szene. Die haben wir total aufwendig nicht nur animiert, sondern vor allen Dingen haben wir das auch tontechnisch im Studio voll aufwendig aufgenommen. Wir haben da halt, damit wir diesen Sound von zwei Leuten, die sich drehend an einer Achse halt mitbewegen, richtig authentisch einzufangen, haben wir halt so eine Drehachse im Studio nachgebaut und haben dann nacheinander, weil halt nicht genug Platz im Studio war, hat die Sprecher da auch dran gekettet. Und es hat erstmal gut geklappt, das war auch voll professionell von uns. Und das war einfach ein schönes Erlebnis, nicht wahr? Also jetzt, Gold, sag doch mal. Das war, ja, das war ein spannend. Albtraum. Sehr schön. Du meinst halt ein Traum. Ein schöner Traum von einer drehenden. Also die Kamera hat halt alles eingefangen. Wir haben halt Albtraum war natürlich, dass wir halt das ganze Material verloren. Wir wollten das ja auch fürs Making-of-Video benutzen. Dieses Video von dieser Apparatur. Und natürlich, als nachher die Achse angefangen hat, Feuer zu fangen. Ich sag mal, da hätten wir uns professioneller verhalten können. Aber die Schreie waren halt gut. Mach doch nochmal. Alter, wie lustig bitte. Schlauch! Halten! Oh oh! Ah! Was für ein Held!
Rust in Peace. Hat jemand das Fenster offen gelassen? Wir gehen erstmal in Unterwäsche. Ah. Der Kutter war kaputter als die Waage von Tonis Mutter. Die Futter war alle und die Route noch weit. Doch die Stimmung war gut, da war alles in Butter. Nur irgendwann machte sich Müdigkeit breit. Denn ab hier mussten Rufus und Koya zu Fuß los. Nicht tragisch, so ein Fußmarsch macht ja doppelt so viel Spaß. Mit einem peppigen Lied auf den Lippen. Um die Sache halt zu unterstreichen, flut ich jetzt die Gesangskabine des Chors mit Heliumgas. Ja. Scheiße ist. Außer mit Heliumgas. Yeah! Und boah, wie ich diesen Orga nur mit meiner Schattenattacke ausgeschaltet habe. Habt ihr das gesehen? Zum tausendsten Mal, Rufus, wir... Das war so lässig. Man nennt ihn Rufus. Und jetzt alle. Rufus ist der Mann, der die Lässigkeit erfand. Wodurch hör dich nicht. Zum Strand. Was? Hey! Wo wollt ihr denn hin? Da unten ist ein Hotel. Ich muss mich dringend waschen. Besonders die Ohren. Oh. Aber Goal? Komm schon, Rufus. Bist du sauer? Dreckig, zerschunden, gedemütigt. Das ja. Aber sauer? Nein. Es war schon irgendwie lässig. Gut. Also, wir wussten ja schon, dass Bozo uns hasst, aber jetzt hasst uns Doc auch noch. Die anderen finden und dann mit Go nach Elysium. Ja, also Doc hasst uns jetzt schon, jetzt auch noch Bozo. Aber Hauptsache Goal mag uns noch. Goal. Ich speichere mal. Ich guck wegen Zeit. Ja, wir haben Zeit, die Aufnahme zu stoppen. Ciao.